Was? Wo sind wir? What? Euch erwartet eine richtig coole Challenge. Ihr werdet eure Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Ihr müsst nämlich zeichnen. In der ersten Runde gibt es dieses Puppetier zu gewinnen. Wer in einer Minute das beste Bild malt, gewinnt das Puppet. Und die Zeit läuft. Übrigens, statt Farbe malt ihr mit Skittles. Oh mein Gott. Okay, die Zeit läuft. Also werde ich was von diesen Skittles essen. Ich liebe sie. Diese Skittles-Bonbons haben eine richtig tolle Farbe. Also kann man damit richtig gut zeichnen. Ich glaube, ich kann das schaffen. Und ich habe eine bessere Idee. Ich möchte die Süßigkeiten zuerst in Farbe verwandeln. Dafür brauche ich eine Farbpalette und etwas Wasser. So ist es perfekt. Jetzt habe ich alle möglichen Farben. Yes! Das gibt's doch nicht. Ich werde Jane nicht gewinnen lassen. Ihr meintet, ich brauche Wasser? Das kann ich mir besorgen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ich glaube, dieses Bild wird gewinnen. Wow. Was muss ich tun? Ich habe aus Versehen alle Bonbons aufgegessen. Barbie. Kann ich deine Zeichnung haben? Nein, sicher nicht. Die gehört mir. Finger weg. What? Also, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Das ist alles, was ich geschafft habe. Andy, das geht doch gar nicht. Aber die waren voll lecker. Oh nein, mein Bild ist so aufgenässt, dass es abgefallen ist. Aber es war voll schön. Nein, das geht gar nicht. Mein Bild vielleicht? Oh, herzlichen Glückwunsch, das sieht wunderschön aus. Du kriegst das Puppet. Oh Mann, ich habe mir aber Mühe gegeben. Andy, willst du mit mir spielen? Yeah. Oh, ja, klar. What? Finger weg von dem Ding. Was erlaubst du dir denn? Ja. Tut mir leid, Jane. Wozu brauchen wir so viele Soßen? Damit werdet ihr euren nächsten Preis malen. Das ist dieser Fisch hier. Ihr habt genau eine Minute Zeit. Ich glaube, ich muss mein Bestes geben, denn es gibt hier einen Haken. Die guten Preise gibt es für gute Zeichnungen und die schlechten Preise für schlechte. Diesmal esse ich definitiv nichts. Ich will gewinnen. Andy, tut mir leid, aber du müllst mich gerade voll. Uh-oh. Oh, wie konnte ich das nur? Tut mir leid, Jane. Ist in Ordnung. Du hilfst ja auch noch. Was erlaubst du dir? Ist ja nicht so. Tut mir leid. Ich zeichne ja schon. Okay. Ich glaube, die Entscheidung ist für mich gefallen. Ich hoffe, ich mache einen guten Fisch daraus. Andy, das machst du toll. Der Fisch sieht wirklich toll aus. Ich sollte auch anfangen zu zeichnen. Ich mach's einfach mit den Fingern. Ich schaff das doch mit links. Hey, you. Ich muss nur ein bisschen von der Soße probieren. Wow, die ist so richtig gut. Das war's. Ich habe keine Soßen mehr. Oh nein. Die ganzen Dinger sind umgefallen. Was habe ich angerichtet? Ich habe meine Zeichnung ruiniert. Leute, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Meisterwerke. Ah, jetzt schon? Aber ich habe nichts geschafft. Jane, du als Erste.
Oh, das hast du wunderbar gemacht. Mir gefällt deine Zeichnung. What? Andy, schau mal, wie schön. Oh Mann, bist du naiv. Na, was hältst du von meiner Arbeit? Hey, you. Findest du das lustig? What? Was? Aber ich hatte doch eine Zeichnung, ehrlich. Ich glaube, Barbie steckt dahinter. Barbie, deine Zeichnung ist durchschnittlich. Die von Jane ist besser. Wie konntest du nur, Barbie? Ich wollte nicht verlieren. Andy, du bekommst den Fisch. Nächstes Mal wirst du dir das nicht erlauben. Aber ich hasse Fisch. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich weiß genau, was dir helfen kann. Ein Gasbrenner. Damit kannst du ein köstliches Fischgericht zubereiten. Wie funktioniert der Brenner? Hä? Oh, ich habe den Knopf gefunden. Oh, tut mir leid, Barbie, das wollte ich nicht. Jane, du bist ein Genie. Schau nur, wie appetitlich das aussieht. Und es wird noch besser schmecken, wenn wir etwas Gemüse dazugeben. Jetzt wird alles perfekt sein. Das ist einfach genial, Jane. Voll köstlich. Diesmal kriegt ihr diesen Preis hier. Was für ein wunderschönes Kleid, nicht wahr? Wow. Oh, wow, wie toll. Hallo, könnt ihr mich hören? Ich kann dich hören. Genug geredet, Zeit zu malen. Wow, ich habe noch nie mit einem 3D-Stift gezeichnet. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich werde es schaffen. Ist ja wunderschön. Dieser 3D-Stift ist total praktisch. Ich habe eine andere Idee. Zuerst mache ich die langen Teile. Ich habe noch eine bessere Idee. Das Kleid ist mir egal. Ich werde lieber ein Auto machen. Das wird richtig schön. Awesome! Schau doch nur, wie cool es fährt. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Wow! Ich glaube, es ist toll geworden. Oh nein, es ist kaputt gegangen. Andy, du bist so gut darin. Kannst du mir vielleicht helfen? Oh, mache ich gerne. Haha, du als Junge nächsten Kleid. Leute, zeigt mir, was ihr gemacht habt. Die Minute ist um. Oh, Andy, du hast mich richtig überrascht. Das war ich aber nicht. Barbie, du hast mich enttäuscht. Wo ist die andere Hälfte des Kleides? Aber es war doch gerade noch da. Tut mir leid, meins ist auseinandergefallen. In Ordnung. Das heißt, wir haben einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Kleid. Ah, das ist ja furchtbar. Andy, es wird Zeit, ein richtiger Instagram-Star zu werden. Seid ihr bereit, einen wahren König zu sehen? Ihr könnt selber Könige werden, wenn ihr diese Krone hier gewinnt. Oh, ich hätte gerne eine Krone. Oh ja, Jane, die würde dir gut stehen. Oh Mann, Turteltäubchen. Eure Zeit läuft, beeilt euch. Wie malt man mit Make-up? Oh mein, ich habe keine Ahnung, wie ich das benutzen soll. Hey! Ich glaube, die Zeichnung könnte ziemlich gut werden. Okay. Andy, nimm dir einfach einen Lippenstift. Damit kannst du wie mit einem Stift zeichnen. Oh, danke für den Tipp. Ja. Oh nein, die sind ja viel schneller als ich. Was soll ich tun? Ah, genau. Ich nehme mir einfach dieses Gold hier. What? Hä, wo kommt das her? Hä?
Und hier. Oh nein, tut mir leid, Jane. Das wollte ich nicht, ehrlich. So, eure Zeichnung ist ruiniert. Hier, du kannst meins haben. Mach dir nichts draus. Vielen Dank, Andy. Du bist so ein Gentleman. Jetzt muss ich es noch etwas nachbessern. Okay. Ich werde auch aus deinem Bild eine Krone machen. Die ist sogar besser als eine Zeichnung. Die werden sicher nicht fertig werden. Ich hingegen habe gute Chancen zu gewinnen. Ich glaube, ein bisschen Glitzer könnten Wunder bewirken. Oh, das ist ja wunderschön, hervorragend. Ich bin nun mal Königin, das habe ich im Blut. Leute, es wird Zeit, dass ihr mir eure Bilder zeigt. Jane, das geht ja gar nicht. Früher hast du besser gezeichnet. Hey! Und ich habe ein Origami gemacht. Voll cool, oder? Ganz schön originell, aber ich wollte eine Zeichnung. Und mein Bild? Barbie, du bist so genial. Genau das habe ich erwartet. Hier, du kriegst die Krone. Hahaha, und ihr habt die nicht. Ich bin eine echte Prinzessin. Hier kommt auch schon mein Prinz. Oh, hallo. Bist du mein Prinz? Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Der sieht nach einem Pickelprinz aus. Oh nein, lass mich in Ruhe. Weißt du was, Jane? Ich habe hier auch eine Krone für dich. Die ist zwar nicht aus Gold, aber aus Papier. Aber die habe ich für dich gemacht. Und die Blumen sind auch für dich. Oh, vielen Dank, Andy. Lass uns doch mal ein Eis essen gehen oder so. Alles klar. Wenn neue Challenge. Leute, das ist die Challenge. Wir essen 24 Stunden lang Essen der gleichen Farbe. Los geht's. Fangen wir mit Martin an. Wow, das ist ein riesiger Snickers. Er ist sogar zu groß für meinen Mund. Ich kann es mit einem Maßband prüfen. So. Er wird nicht passen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau. Samurai Martin ist bereit zur Arbeit. Ich werde Snickers in kleine Stücke schneiden, damit es leichter zu essen ist. Geschafft. Das war sehr cool. Jetzt kann ich gleich den ganzen Snickers essen. Ja, das ist lecker. Und das ist auch meins. Und das und das. Ich bin fertig. Lenze, jetzt bist du dran. Kein Problem. Ich habe hier blaue Tex-Chips. Ich werde gleich ein paar leckere Chips essen. Oh, es ist heiß. Aber sie schmecken so gut. Ich will noch mehr. Oh, sehr erfrischend. Sie sind wunderschön. Oh, sehr scharf. Sogar zu scharf. Leute, ich kann mich nicht zurückhalten. Oh nein. Nancy, hör auf. Oh, warum riecht es nach verbranntem Haar? Oh nein, ich brenne. Ich werde dich retten. Oh, geschafft. Thank you. Oh nein, Nancy brennt noch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber einen Eimer Wasser unter meinem Stuhl. Das ist eine Menge Wasser drin. Das sollte helfen. Oh ja, endlich. Das war furchtbar. Takis, so stellt sich heraus, sind gar nicht so harmlos. Ich bin ganz nass. Das muss ich loswerden. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Jill, du bist dran. Hallöchen, mein riesiger Hubba-Bubba. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so einen großen Kaugummi. Das ist aber weit weg. Okay, sollen bald probieren. Das ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören.
Wow, Jill, wie hast du so viel ausgegessen? Ich mag einfach Kaugummi, also kann ich ihn unendlich essen. Seid ihr bereit, die größte Blase in eurem Leben zu sehen? Jill, hör bitte auf. Das ist schon zu viel. Oh, geplatzt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich muss den Rest meines Kaugummis abmachen. Was ist mit meiner Nase los? Ist sie rosa? Und ihr habt die schwarze und die blaue. Anscheinend ist das eine Nebenwirkung, wenn man etwas der gleichen Farbe isst. Keine Sorge, es ist nicht für immer. Da sind neue Leckereien. Martin hat einen schwarzen Burger. Nancy hat ein großes blaues Eis. Und Jill hat einen großen rosa Donut. Wer fängt an? Jill. Also, guten Appetit. Jetzt werde ich schnell diese Köstlichkeit aufessen. Ich schneide ein Stück ab. Sieht wunderbar aus. Oh ja, Leute, glaubt mir, das ist super köstlich. Ich bin so froh, dass das alles für mich ist. Nun, ich bin fertig. Ihr könnt eure Gerichte probieren. Nancy, darf ich? Dankeschön. Ich bin so hungrig. Ich bin im Handumdrehen mit diesem Burger fertig. Aber vorher ziehe ich meine Handschuhe an. Das klappt nicht. Man muss sie aufblasen. Oh, tut mir leid, Jill. Ich wollte es nicht. Aber jetzt kann ich sie anziehen. Geschafft. Wie soll ich ihn lieber abbeißen? Er ist zu groß. Ich muss ihn teilen. Denkt ihr, will ich einen Kaffee trinken? Nein. In dieser Tasse mache ich kleine Burger. Jetzt probiere ich sie. Oh ja, es ist sehr lecker und sehr bequem zu essen. Ich werde mir einen Haufen kleiner Burger machen. Wunderschön. Fertig. Oh, da sind noch ein paar Stück in meinem Gesicht. Okay, jetzt bin ich satt. Nancy, du kannst diese Runde mit deinem Eis beenden. Also, ich muss mir einen Löffel holen. Aber, ja, dieser Löffel ist zu winzig. Ich muss etwas Größeres finden. Oh, dieser ist perfekt. So, oh, es ist zu schwer. Ich falle. Oh nein, das ganze Eis ist auf dem Boden. Schmeckt gut. Danke, Martin. Thank you. Martin, deine Ohren sind schwarz. Und deine sind blau geworden. Jill, und deine Ohren sind rosa. Das ist so cool. Mädels, wollt ihr einen Trick? Da ist der Finger, kein Finger. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, wo ist mein Finger? Komm zurück. Wow, wir haben neues Essen in der gleichen Farbe. Ich habe süße Rollen, cool. Und ich habe einen riesigen schwarzen Cupcake. Und ich habe ein riesiges rosa Makaron. Er ist schwer, aber ich kann ihn anheben. Ja! Oh nein, ich falle. Halt dich fest. Oh, danke. Ich soll ihn lieber essen. Aber wie soll ich es tun? Idee. Die magische Verwandlung von Jill in Jill Karate-Meisterin. Jetzt zeige ich meine Kampfkunstfähigkeiten. Kia! Fertig. Danke, Freunde. Und nun kann ich dieses schöne rosa Makaron probieren. Sehr lecker. Jill, ich wusste gar nicht, dass du so eine Naschkatze bist. Ich muss diese ganze Kraft irgendwie aufrechterhalten. Das war mein Superschlag. Und das Makaron hat sich in 4 Teile geteilt. Und ich esse weiter, denn ich kann nicht aufhören. Gut, ich bin satt und zufrieden. Ich kann mich zurück in Jill verwandeln. Martin, jetzt bist du dran. Ja, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich fange mit der Creme an. Wie schmeckt es? Super, sehr lecker. Die Mädels haben was vor. Und was wird nach 3 passieren? Oh, Martin, du Arme. Ist dein Gesicht schon schwarz gefärbt oder ist das nur Creme? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich bin jetzt ganz schmutzig und der Cupcake ist ruiniert. Die Creme drauf ist aber immer noch sehr lecker. Ich werde sie nicht mit euch teilen. Okay. Wie soll man die Stäbchen halten? No. Ach, das ist so schwer. Vielleicht so? No. Nein? Oh. Etwa so. Egal, ich versuche es auf meine Art.
Noch ein bisschen. Oh nein, gefallen. Oh, ich kann es ohne Stäbchen machen. Es ist am besten, mit den Händen zu essen. Oh ja, es schmeckt wunderbar. Sehr lecker. Martin, du hast hier die Creme. Oh, danke. Oh mein Gott. Hallo, wie gefallen euch meine neuen Augen? Sehr lustig. Das letzte Auge ist noch übrig. Ich esse es Stück für Stück. Zuerst Weingummi und dann das Auge. Wow, mein Körper ist blau geworden. Meiner ist schwarz und Jill ist rosa geworden. Das ist ja cool. In dieser Runde hat Jill eine rosa Pizza, Martin hat schwarze Nudeln, Nancy hat nette Pfannkuchen. Probier sie schnell. Sie riechen wirklich gut. Und hier oben gibt es Blaubeeren, die ich so gerne mag. Sehr lecker. Wollt ihr Blaubeeren? Okay. Jill, fang. Yummy. Martin, du hast nicht gefangen. Und jetzt fange ich eine. Sehr lecker. Ich nehme noch einen Pfannkuchen. Schaut, wie ich das kann. Lächeln für alle. Gefangen. Der letzte ist übrig. Oh, den habe ich gefangen. Ich zeige euch Augesicht. Man darf nicht Pfannkuchen werfen. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Ich kann wirklich anfangen, meine schwarzen Nudeln zu essen. Ich probiere sie gleich. Lecker. Ich bin so hungrig, dass ich alles auf einmal essen kann. So. Das schmeckt wirklich gut. Die leckersten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wow, er hat das alles so schnell gegessen. Wie konnte er nur so viel essen? Das war sehr einfach. Ich bin fertig, also kann Jill weitermachen. Okay. Ich muss mir etwas Interessantes einfallen lassen. Oh, Idee. Ich schneide die Pizza in einem Kreis. Wie eine Schlange. So hat noch niemand Pizza gegessen. Es wird meine ganz eigene Art sein. Jetzt kann ich sie probieren. Sie ist so süß. Leute, Marshmallow-Pizza schmeckt noch besser als mit Pepperoni. Übrigens habe ich mit meiner Weise alles schneller aufgegessen. Wow, meine Arme sind rosa geworden. Wie schön. Martin, unsere Arme sind auch bunt. Leute, es gibt leckeres neues Essen für euch. Jill hat eine riesige Packung Pokésticks und Martin hat eine Flasche Cola. Nancy hat Marshmallow-Menschen bekommen. Alles sieht wirklich cool aus. Nancy fängt an. Ich habe solche noch nie probiert. Lecker und sauer. Ich lege sie auf den Tisch und werde noch mehr davon essen. Interessant, was wird denn passieren? Und der letzte. Oh, diese Süßigkeit ist erfrischend. Cool. Jill, du kannst weitermachen. Oh ja, meine süßen Pokésticks, auch mit Erdbeerengeschmack. Meine Lieblings. Ich kann nicht aufhören. Man kann nie zu viele Erdbeeren haben. Deswegen füge ich noch etwas Erdbeersirup hinzu. Oh ja, sehr lecker. Ich bin fertig. Das war wunderbar. Martin, du bist dran. Hurra! Ich werde jetzt schnell diese riesige Flasche Cola trinken. Ihr werdet es nicht einmal merken. Wow, es ist also ein flüssiges Bonbon. Cool. Sehr süß und lecker. Jill, lass uns Martin einen Streich spielen. Gute Idee. Hey, Mädels, jetzt reicht's. Ich habe genug. Hört auf. Oh, ich bin satt. Martin, du bist ganz schwarz. Und du bist ganz rosa. Nancy, du bist blau geworden. Oh, wo ist sie hin? Jill, wo sind denn alle hin? Hallo, Nancy. Und hier ist Jill. Und wir haben Martin nicht vergessen. Wie wollte er wieder zum Menschen werden? In meinem Arztkoffer habe ich genau die richtige Antifarbenmedizin. Wir nehmen es und alles geht weg. Oh, etwas passiert mit mir. Wow, wir sind normal geworden.
Super, Glückwunsch, wir haben diese Challenge geschafft. Hurra! Was möchte denn mein Enkelkind? Ich will Pommes. Ah. Ach, großartig, ich werde dir die leckersten Pommes überhaupt machen. Ich muss zuerst etwas Öl auf die Bratpfanne gießen und jetzt die Kartoffeln in kleine Stücke schneiden. Das sieht doch gar nicht aus wie Pommes. Umso besser. Das heißt, ich kann die Runde gewinnen. Ich muss die Kartoffeln zuerst mal schälen. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich brauche hier so ein extra Ding dafür. Jetzt klappt's gut. Ach, ihr habt doch echt keine Ahnung. Ich benutze dieses spezielle Werkzeug. Und wer macht schon Pommes frites in einer Bratpfanne? Dafür gibt's eine Fritteuse. Man legt die Pommes da rein und frittiert sie im Öl. Schaut euch diese goldene Kruste an. Ist ja großartig. Hä? Wo ist meine Kartoffel hin? Oh Mann, ich habe schon wieder alles übertrieben. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Aber was wären Kartoffeln ohne Soße? Ketchup ist nichts für mich. Ich bin schließlich eine Chefköchin. Und die besten Köche der Welt machen ihre Tomatensauce selber. Echtes Meisterwerk. Die perfekten Pommes frites. Die sind ja alle schon fertig und ich habe nichts außer Kartoffelschalen. Ich muss mir was überlegen. Ich weiß. Ich kann die mir einfach nur bestellen. Wow, hier sind die Pommes. Oh. Hausgemachte Bratkartoffeln. Und das sind Pommes frites vom Chefkoch. Oh, so viele coole, leckere Sachen. Oh. Ich probiere die mal hier. Die sind ja mega scharf. Ich mag nichts Scharfes. Was haben wir hier? Lecker. Ich mag diese Pommes. Ja, yeah, das heißt, ich habe gewonnen. Na, was sollen wir diesmal kochen? Ich wünsche mir ein Spiegelei. Ah, ganz einfach. Jedes Gericht muss mit Liebe gekocht werden. Deshalb wird mein Spiegelei in Form eines Herzens sein. Dafür muss ich nur diese Wurst hier anbraten. Und dann das Ei hier reinschlagen. Ein bisschen Salz und fertig sind wir. Awesome. Ah, je mehr Feuer, desto schneller geht es. Und jetzt kann ich das Ei aufschlagen. Oh Mann, Eierschale ist in die Bratpfanne geraten. Ach, wie auch immer. Mann, zu viele Eierschalen. Ich muss mir was überlegen. Ich muss das Ding einfach zusammenrühren. Hier ist doch was schiefgegangen. Ich gebe noch etwas Milch hinzu. Jetzt sieht man wirklich nichts mehr. Schaut mal, so geht das. Weg mit der Bratpfanne. Wir brauchen einen Toaster. Jetzt schneide ich Zwiebeln und Knoblauch. Dann eine Avocado. Alles zusammenmischen. Großartig. Jetzt muss ich einen Mixer benutzen. Das ist eine wunderbare Mischung geworden. Jetzt muss ich die auf einen Toast streichen. So. Und jetzt wird es Zeit für die Eier. Eins reicht völlig aus. Ich gebe es in die Schüssel und stelle die Schüssel in einen Topf mit kochendem Wasser. So ein wunderbares Ei habe ich gekocht. Jetzt hole ich es raus und das kommt auf mein Toast. Sieht wunderbar aus, nicht wahr? So ist gut. Wow, das sieht ja echt toll aus. Ich muss mein Gericht auch irgendwie schön servieren. Mit Ketchup und Senf. Bist du dir das sicher? Natürlich. Na, mal sehen. Gefällt mir nicht besonders. Oh, das ist ja ein Herz von der Oma. Oma, ich mag dich auch.
wer braucht schon Messer und Gabel? Das esse ich einfach mit den Fingern. Und was haben wir hier? Das sieht ja interessant aus. Schmeckt das auch? Naja, so lala. Die Gewinnerin ist die Oma. Oh, mein Enkelkind. Da freue ich mich. Was sollen wir diesmal kochen? Eine Pizza. Okay. Pizza? Aber das ist doch voll kompliziert. Wie macht man die überhaupt? Ich kann auch nicht an meinen Teig kneten. Ja, das funktioniert nicht. Wirklich nicht. Wieso ist das so klebrig? Ach, Liebes, ich habe eine Idee. Hier, nimm meinen Teig. Dankeschön, Oma. Was soll ich damit anfangen? Hey. Ach, ganz genau. Ich mache den Teig einfach von neu. Einfach alle Zutaten zusammenmischen. Jetzt kommt dieser Teig in die Bratpfanne. Das wird ein wunderbarer Pizzaboden. Jetzt kommt noch etwas Ketchup hinein und gesundes Gemüse. Ein bisschen Käse darf nicht fehlen. Und jetzt heißt es abwarten. Wer macht denn eine Pizza so? Ich benutze dafür extra Pizzamehl. Profis wie ich benutzen noch nicht einmal eine Schüssel. Erst heißt es, den Teig schön zusammenkneten. Jetzt muss ich den Teig noch ein bisschen fliegen lassen. So in etwa. Oh Mann, das will ich aber auch. Los, flieg! Ups, der Teig ist hingefallen. What? Er ist voll dreckig. Ich weiß, was ich tun kann. Ich muss einfach den Schmutz mit etwas überdecken. Ein bisschen Ketchup, ein paar Oliven und sonstiges Zeug, Salami und so. Und jetzt einfach schließen. Und nochmal durchkneten. Was für ein Albtraum. Das hätte ich am besten gar nicht erst gesehen. Kein Gemüse, nur Peperoni-Salami und Käse. Und jetzt kommt das in die Mikrowelle. Jetzt lassen wir die Pizza backen. Die wird unglaublich köstlich. Hey, Mikrowelle. Nein, hier reicht ein Toaster. Hier kommt mein Meisterwerk rein. Ich habe mir was Besseres vorgestellt, aber das geht auch so. Meine Pizza ist großartig geworden. Besser hätte sie auch nicht sein können. Das ist meine Pizza. Und das ist meine Pizza. Und mein Meisterwerk. Na, probieren wir mal. Oh, da will mich ja jemand vergiften. Das sieht um einiges besser aus. Schmeckt richtig gut. Wow, das ist ja eine echt professionelle Pizza. Das ist die leckerste, die hat gewonnen. Na, wer hätte denn sonst gewinnen können? Na los, was sollen wir diesmal machen? Ich wünsche mir Pfannkuchen. Ich bin Meister in Pfannkuchen backen. Erstmal den Herd so richtig gut aufdrehen. Und jetzt vorsichtig meinen Teig auf die Bratpfanne kippen. Jetzt umdrehen. Ich verstehe es nicht. Wieso sollte man so viele kleine Pfannkuchen machen, wenn man doch einfach einen großen Pfannkuchen machen kann? Außerdem will ich meinen Pfannkuchen nicht so stinklangweilig haben. Da kommen noch ein paar Gummibärchen drauf. Oh nein. Die schmelzen ja. Oh Mist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich mache einfach noch einen Pfannkuchen. Diesmal mit M&Ms. Und noch einen mit Streuseln. Und ich kippe etwas Ahornsirup über meine Pfannkuchen. Oh, die machen das ja gut. Ich darf nicht zurückfallen. Ich kippe etwas Nutella in den Teig. So kriege ich einen schönen, schokoladigen Teig. In die Mitte lege ich noch ein Stück Schokolade. Und die Beeren dürfen natürlich nicht fehlen. Und oben drüber kommt noch etwas Erdbeersirup. Das sieht traumhaft aus. Wir sind fertig.
Suppe gebacken. Das sind die besten Pfannkuchen der Welt. Meine werden dir am besten gefallen. Das werden wir gleich herausfinden. Nee, die sind voll ungenießbar. Ah, sind das die Pfannkuchen der Großmutter? Oh, die schmecken gut. Und was haben wir da? Wow, die sind ja schokoladig. Aber die Oma hat gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst.